Hallo Pokéfreunde, einen schönen Donnerstag wünsche ich euch. Heute machen wir mal eine Kapuriki-Kollektion auf. Ist auch schon mal eine zweite oder dritte. Gucken wir mal. Enthält eine große XXL-Karte, eine Promo von Kapuriki und drei Booster-Bags. Zweimal Sonne und Mond Base und einmal Evolution. Vielleicht haben wir ja da den Glurak heute drin, wenn er schon auf dem Artwork drauf ist. Ja, gucken wir mal. Dann zerrippen wir mal das Ganze. Einmal hier Promo von Kapuriki. Dann die Jumbo-Variante. Schreiben wir auch wieder hier ab. Und dann natürlich die drei Booster, Evolution, Sonne und Mond, Sonne und Mond, Base. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit Sonne und Mond an. So, erstes Pack. Was wollen wir ziehen? Ich würde mal sagen, der GX zum Anfang. Gucken wir mal. So, fangen wir an mit Trank. Ein Trumpack. Ein Golbat. Robal. Zubat. Ein Muschas. Mangunio. Ein Paras im Wald. Ein Colasson im Meer. Reverse. Und dahinter ein Enteron, Non-Holo. Aber ein schönes Artwork, finde ich. Dann das nächste, Sonne und Mond Base. Dann fangen wir an mit Helibur, ein Hyperball, nochmal das süße Colasson, Carnivana, Pepek, Garnuwiel, Snubbull, ein Ibitak, Reverse Evoli und dahinter ein Ariyama, Non-Holo. Und zu guter Letzt unser Evolution Pack. Glurak drauf. So. Hier waren es drei. Dann fangen wir an mit Professor Eichstipp. Ein Glutexo. Ein Kokuna. Ein Voltoball. Ein Magnetilo, Raupi,
Latfratz, Glumanda, passend zum Club Texo, Reverse Softcon und dahinter ein Bibor, not Holo. Ja, drei Packs, dreimal nichts, sehr schade. Bleibt uns eigentlich bloß hier das Kapurigi nochmal zu zeigen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich im nächsten Opening mehr Glück habe. Dass wir auch wieder ein paar Pulls haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.